Also, bei Kickscale, wir entwickeln eine Conversational Intelligence Plattform spezialisiert auf Sales. Das heißt, unser Ziel ist es, Informationen aus virtuellen Vertriebsgesprächen automatisch zu extrahieren. Das ist ein sehr spannendes Feld, ja, vor allem jetzt mit der ganzen Entwicklung in der KI ist da sehr viel möglich geworden. Uns gibt es jetzt seit 3 Jahren. Wir sind auch noch ein relativ kleines Team, sehr eng zusammengeschweißt. Zusammenarbeit ist bei uns ein großes Thema. Also, wir sind jetzt im Development-Team. 4 Entwickler, eben 2 Full-Stack-Entwickler, einer mit mehr Fokus auf Frontend, einer wirklich Full-Stack, ein Machine Learning-Engineer, der die ganzen KI-Themen ein bisschen vorantreiben soll und ich eben als CTO ein bisschen die Strategie vorgeben, ja, aber natürlich auch hands-on mithilft überall, wo es irgendwie brennt. Genau, also es hat jeder so ein bisschen seinen Aufgabenbereich, ja, aber bei uns ist natürlich ganz groß geschrieben, jeder, der mithelfen will, kann überall mithelfen, wo er glaubt, er kann mithelfen, ja, also jeder Input zählt ein bisschen. Wir arbeiten natürlich in einer agilen Entwicklungsmethode. Ja. Wir haben da jetzt kein fixes Framework, nachdem wir jetzt heute durch das, dass wir relativ kleiner sind, können wir es relativ flexibel gestalten. Genau, iterativer Entwicklungsprozess heißt, wir starten eigentlich immer mit einem MVP. Wir schauen, okay, was ist die schnellstmögliche Lösung, um ein gewisses Problem zu lösen. Und wenn das dann implementiert ist, kann man Step by Step das dann immer verbessern. Zur Teamkultur, wie gesagt, wir sind relativ klein, das hat Vor- und Nachteile, aber natürlich ein großer Vorteil ist, die Zusammenarbeit ist sehr, sehr eng. Die Hierarchien sind sehr, sehr, sehr flach. Ja. Das heißt, jeder Input zählt, jede Meinung zählt. Wir sind froh, wenn sie jeder überall mit einbringt. Kommunikationswege sind bei uns auch sehr kurz. Ja. Das heißt, eben unsere Entwickler sind im direkten Austausch mit unserem CEO, mit unserem CMO. Also mit denen man eigentlich reden will, mit dem kann man reden bei uns, ja, und das ist auch sehr wichtig. Und solange wir das machen können, da werden wir das auch so machen. Genau, das wären einmal die wichtigsten Punkte, glaube ich, gewesen. Also im Development-Hiring-Prozess ist eigentlich der Prozess immer so, erster Kontakt ist immer mit mir, persönliches Kennenlernen, da geht es ja noch gar nicht so ums Technische, sondern auch zu schauen, okay, wie ist die Erfahrung vom anderen ein bisschen, was hat er bis jetzt gemacht, passt das persönlich zwischen uns, ich stelle ein bisschen dann die Firma vor, um das Interesse natürlich immer zu wecken, was wir machen, zu schauen, hat er überhaupt Interesse. Zweiter Schritt wäre dann eben ein Techniker-Interview. Da schauen wir immer, dass wir ein konkretes Beispiel aus dem Alltag, aus dem Entwicklungsalltag eigentlich nehmen, um so nahe wie möglich an den wirklichen Aufgabenbereich dann zu sein, was er dann wirklich übernehmen wird. Und danach ist es eigentlich nochmal Kennenlernen mit dem Team. Und da schauen wir eigentlich, dass wir den Hiring-Prozess auch für die Potential Hire so kurz wie möglich zu halten. Genau. Was ist für mich wichtig beim Hiring ist, natürlich, abgesehen vom Technischen, ja, ist natürlich der Culture Fit sehr wichtig. Ja. Die ersten paar Mitarbeiter bei einer Firma, die definieren die Firmenkultur. Und da schauen wir natürlich, dass es sehr fit ist. Ja. Also wir sind alle sehr gesundheitsbewusst, Health is Wealth. Ja. Wenn man nicht fit ist, dann kann man auch keine gute Arbeit leisten, ist unsere Meinung ein bisschen. Man soll ambitioniert sein, man soll neugierig sein, offen was Neues zu lernen, also nicht fest eingefahren sein in seine Denkmuster. Ja. Weil in einem Startup ist es halt so, die Skills, die man irgendwann mal braucht, die weiß man von Anfang an nicht, das entwickelt sich über Zeit und da braucht man lernbereite Mitarbeiter. Es ist natürlich eine sehr challenging Umgebung, ja, fast-paced Environment, also wir schauen natürlich, dass man relativ schnell Features rausbringen, mit dem muss man ein bisschen klarkommen, dass es keinen großen Planungshorizont gibt. Ja. Man hat jetzt sehr schnell ändernde Anforderungen. Ist aber auch das Spannende, weil man eigentlich fast wöchentlich und monatlich neue Sachen kennenlernen muss. Ja. Das heißt, der Lerneffekt ist ja dann doch sehr riesig. Ja. Genau, was bei uns auch noch sehr wichtig ist, ist die Selbstständigkeit, das Proaktive. Bei unserer Größe ist es noch nicht so, dass man die Tasks von oben runter mehr oder weniger definiert und sagt, okay, du hast jetzt das und das zum Tun, du und das, sondern da ist jeder gefordert, selber mitzudenken. Also meistens wird das Problem intern im ganzen Team diskutiert und dann sieht jeder mit seinen Lösungen aufkommen. Wie könnte man das angehen? Und da ist wirklich jeder gefragt, da proaktiv mitzuarbeiten. Kommunikation ist auch ein großes Thema bei uns. Also man muss gute kommunikative Kenntnisse, oder was heißt Kenntnisse, aber halt ja, kommunikativ sein. Ja.
Ja, technologisch ist sehr, sehr spannend. Also prinzipiell natürlich die ganzen Standard-Web-Technologien, ja, was man hat. Also wir verwenden Firebase, React, TypeScript, Material UI, Google Cloud-Plattform. Aber das Spannende bei uns ist natürlich, dass wir sehr stark mit KI arbeiten. Ja. Natürlich, wir haben ein paar KI-basierte Plattformen, die wir entwickeln. Ja. Das sind natürlich Large Language Models, gerade sehr heiß. Natürlich auch Transkriptionsservices, also Speech-to-Text-Modelle. Und wir schauen natürlich, okay, wie können wir bestehende Probleme, wo es vielleicht schon Lösungen gibt, wie können wir die effizienter und innovativer mit den neuen Möglichkeiten lösen. Ja? Und da ist auch ein bisschen die Idee aus unserer Plattform entstanden, weil man glaubt, wir können das mit der neuen Technologie von Large Language Models, diese Conversational Intelligence besser und effizienter umsetzen, als wie es bis jetzt gemacht worden ist. Und das heißt, bei uns ist der Fokus sehr auf KI. Nicht nur in Bezug auf Kundenprobleme zu lösen, sondern auch zu schauen, okay, wie können wir das intern leveragen, um effizienter zu werden. In einem Startup muss man natürlich immer schauen, die Ressourcen sind begrenzt und die Ressourcen, was man einsetzt, sollte man so gut wie möglich einsetzen. Und da hilft es natürlich dann auch, zum Beispiel Coding-Tools wie GitHub Copilot ist bei uns im Einsatz. Man schaut aber auch, okay, wie kann man zum Beispiel ChatGPT im Development-Prozess integrieren. Ja, wenn ich jetzt Feature-Requirements Engineering mache, ist es einfach ein sehr hilfreiches Tool, um einfach brainstormen und mehr oder weniger den eigenen Denkprozess ein bisschen zu unterstützen, wo ich dann vielleicht für eine Spezifikation nicht 3 Stunden brauche, sondern das habe ich halt dann in 30 Minuten. Ja. Und genau das sind die wichtigen Dinge, weil man glaubt, mit einem effizienten, kleinen, eingeschworenen Team kann man mittlerweile gleich viel umsetzen, als wir vor 5 Jahren mit einem Team mit 50 Leuten wahrscheinlich haben. Und das ist also ein bisschen das, was bei unseren Mitarbeitern wollen, ja, das Pragmatische, wo man schaut, okay, was ist die mindeste Anforderung, was ich umsetzen will und wie kann ich die so schnell wie möglich und so einfach wie möglich und so effizient wie möglich umsetzen. Ja. Also eben auch durch die Verwendung von Third-Party-Services, ja, konkretes Beispiel. Wir haben ein paar CRM-Integrationen. Ja. Natürlich kann man jetzt hinsetzen und 4 Wochen lang dasselbe entwickeln. Aber wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich schaue, okay, gibt es irgendeinen Service dafür, wo ich das dann vielleicht in 2, 3 Tage umgesetzt habe und eigentlich der Impact von Customer der gleiche ist. Ja. Also das ist natürlich sehr spannend bei uns. Und wir wollen auch ein bisschen in Richtung Forschung gehen. Ja. Also eben die Technologie, was wir hauptsächlich jetzt verwenden, ist ein Large Language Models und da ist auch geplant, spezialisiertes Large Language Model intern zu entwickeln, A, Kosten zu reduzieren, IP aufzubauen. Datenschutz ist natürlich ein großes Thema und dann natürlich auch die Qualität dieses Large Language Models oder die Qualität des Outputs noch ein bisschen besser zu machen. Und das ist auch sehr spannend, wo es dann in der Zukunft hingeht.